So here I am now, and now we are preparing the parts for being soldered in into the circuit board. First of all, we are going to prepare the resistors. Let's start with the 100 Ohms. Also, willkommen beim nächsten Video. In diesem Video bereiten wir die Teile auf den Einbau in die Platine vor. Wir fangen mit dem 100 Ohm Widerstand an. Der 100 Ohm Widerstand muss gebogen werden. So, the 100 Ohm resistor, of course it's not in camera, shot. So let's start with the 100 ohm resistor, which needs to be bent. First of all, we are going to cut a wire on the side where the golden ring is on a distance of round about 5 millimeters. Then we are measuring optically, we are having a look how far it needs to be going down to the circuit board. Also wir schneiden erstmal oben 5 mm ab, dann halten wir das auf die Platine und schauen, wie weit wir runter müssen. And there where we need to get down, we take the pliers and hold it. And then we bend it. Like this. Also wir biegen jetzt den Widerstand so, dass der hier auf der Platine Kontakt hat. So. So muss es dann sein. So it has to be like this, as you can tell. Or better, as you can see. And the next step, we are going to cut the wire again. Round about 1 cm from the lower side. So in the final project, it will look like this. So dass es dann so ausschaut. That's the 100 ohms resistor. This one's done, lay it aside. Next thing is the electrolytic capacitor, which needs to be soldered up on top of this filter. So we are going to cut it like this. Also als nächstes nehmen wir den Elko, schneiden einfach die Drähte so ab, wie ich es zeige. Die untere Seite ist ca. 5 mm lang. The lower side is being 5 mm long, is being left around 5 mm. And the upper side is like 2 mm. Die obere Seite ist ca. 2-3 mm lang. Schneiden wir dann ab. Die Drähte vom Elko schneiden wir ab. Und schauen wir mal, ja, das passt. Der Elko kommt dann hier auf die Platine. The capacitor is later being mounted there. On the 10 nanofarads, we are doing the same thing. 10 nanofarads capacitor, we are cutting one side 5 mm long and the other side 2 to 3 mm long, rather 3 mm than 2. See? Also bei dem Keramikkondensator CNNF103 schneiden wir eine Seite 5 mm lang ab und die andere Seite 3 mm lang. Ist noch nicht ganz 5 mm, das ist still not 5 mm. Now it fits. And all parts that have been prepared are being laid aside. On these capacitors, this is the 6.8 capacitor, das ist der 6,8 picofarad Kondensator. This one needs to be bent. Der muss gebogen werden. First thing we are going to do is we are going to bend the wires from the 6.8 picofarads capacitor like this. And one wire like this. And then we have a look where it has to go. Also wir biegen erstmal die Drähte von dem Kondensator rechtwinklig ab, wie man hier sehen kann. Und er muss von diesen beiden Plattformen aufeinander. Dann halten wir ihn circa in die Mitte. Now let's hold it roundabout in the middle. And cut the first side. Also wir halten jetzt ungefähr in die Mitte und schneiden dann hier den ersten Draht ab. So. Und das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite. So, I've held it in the middle of this thing and cut the wire. I've held it like this and cut the wire. So, let's do that on the other side. Capacitor is held like... You can see it, but I'm holding it like it's in the middle. And then go ahead and cut the wire here. From the 6.8 picofarads capacitor, which has written on it 6.8. Okay. That's the 6.8 capacitor prepared for built-in. Lay it aside. Now you can do the same thing with the 5 and 3 millimeter cuts with this 10 nanofarads. Another 10 nanofarads. I'm cutting it like 5 millimeters there and 3 millimeters there. Also ein weiter CNNF, den ich so abschneide, dass er auf einer Seite ca. 5 mm hat und auf der anderen ca. 3. Okay, next 10 nanofarads capacitor is prepared. The 220K resistor needs to be soldered from this side to this side. So we are going to bend it. Also der 220K Widerstand muss von dieses
Ding auf dieses Ding gelötet werden und dazu biegen wir ihn so. Und dann schneiden wir die Drähte ab. And now we cut the wires like this. Like 3 mm on each side. Also wir schneiden die Drähte ab auf ca. 3 mm Länge. Kann man den nämlich da ganz toll einlöten. So you can solder it in right there. The next thing, what is the next thing? This is a 100 picofarads capacitor. Die 100 picofarads capacitor, also der 100 picofarad Kondensator, wird etwas gebogen. So und so. Und dann werden die Drähte unten wieder abgeschnitten. And then we cut the wires below the capacitor. They are around 9 mm, 8 to 9 mm long. Also sie sind ca. 8 bis 9 mm lang. Werden dann abgeschnitten. This capacitor later fits in there. Der Kondensator kommt später hier hin. Next thing we are going to cut is the 27 picofarads. 27 PF ist der nächste. Dann machen wir auch wieder eine Seite 3 mm, circa 3 mm, one side around 3 mm and the other side around 5 mm. This is the 27 picofarads, which is being soldered in there. Also 27 PF kommt hier rein. Beim anderen 27 PF machen wir genau das gleiche. With the other 27 picofarads, we are doing exactly the same thing. Cut one side around 3 mm there and cut the other side around 5 mm there. And the other 27 picofarads later is being mounted there. Also der andere 27 PF ist später dann hier. Now there's a 1K resistor, which is going from here to there. Also der 1 Kilo Widerstand geht, oh, bei den kann man eigentlich so machen. Der 1 Kilo Widerstand, the 1K resistor is going from there to there. Der 1 Kilo Widerstand geht hier hin. Können wir auch einfach die Drähte abschneiden. Cut the wires on each side 3 mm. Circa jede Seite 3 mm lange Drähte lassen, dann passt das. Beim 1K Widerstand. Same goes for the 3.3K. Beim 3,3 Kilo Widerstand, der kommt dann hier hin, an den unteren, also hier auf Masse, the 3.3K goes from there to ground. Also cut the wires like 3 mm on each side. 3 to 4 mm. So, this one's done. Okay. This capacitor can be left as it is. Ein Mikrofarad-Kondensator kann so bleiben, wie er ist. And this capacitor later goes here. Und dies, also der Kondensator wird später auf die zwei hier festgemacht, der IMUF. Then the transistors, the 2 and 3904, jetzt die 2 and 3904. Wir biegen die Drähte auseinander. Bend the wires. You can do that with pliers. Hey, that rhymes, haha. Ain't that funny? Anyway, also, das reimt sich. Man biegt die Drähte so auseinander und dann schauen wir, der Emitter ist hier, der Transistor kommt also so rum rein. Dann schneiden wir den mittleren Draht auf ca. 5 mm Länge ab, biegen die anderen etwas runter. So, we cut the middle wire around 5 mm and the other wires around 9 mm. That's 8 mm. So, the middle one gets cut 3 mm and the others get cut like 9 mm. Also den mittleren schneiden wir ca. 3 mm ab und die anderen beiden äußeren ca. 8 mm. And as you can tell, it does fit. Also wie man sieht, passt der Transistor da rein. Der kommt dann dahin. So the transistor is later being mounted there. Now the next 2N3904. We are doing exactly the same thing as with the previous one. Also mit dem anderen 2N3904 machen wir das gleich. Wir biegen die Drähte auseinander. Ja, hier biegen wir die auseinander. Dann schneiden wir das in der Mitte ca. 3 mm lang ab. Da müsst ihr einfach ein bisschen experimentieren. You just have to experiment around to get it working pretty well. It's around about 3 mm the inner one and round about
9mm, 8 to 9mm is the outer one. But this one's a little bit close. I've cut it a little bit close. Ich habe jetzt ein bisschen zu kurz abgeschnitten. No problem. Kein Problem, man kann es ja biegen. You can bend it. Yep. Now it nearly fits. Jetzt passt schon fast. So, this is how the... So wird der andere Transistor dann eingebaut. This is how the second 2N3904 is being built in. Hope you can see it. So wird der andere 2N3904 dann eingebaut. Okay. Now for the variable capacitor. Jetzt zum Deko. Der Deko hat einen Kontakt, der alleine steht. Und zwei, die miteinander verbunden sind. Die könnt ihr mit dem Potty ausmessen. Erstmal schneiden wir alle vorsichtig auf ca. 2 bis 3 mm ab. Carefully cut each wire up to 2 to 3 mm. And I'll show you later how to build it in. So this is the variable capacitor being cut. The wire is being cut. And later it's going to be there. Also das ist der Drehkondensator mit abgeschnittenen Drähten und später kommt der hier hin. Zum Frequenzeinstellen. Bei der Spule. Gut, was ist jetzt noch übrig? Das Potty. The 1K resistor, variable resistor is still left over. Everything else has been prepared. And this one needs to be cut like... Also das Potty müssen wir auch abschneiden. So on the potentiometer you're going to cut from these wires. Also from the potentiometer you take it like this. So take it like this. And cut from the upper wire round about 2 mm and from this upper wire also round about 2 mm, okay? Also von den beiden Drähten, die ich jetzt gezeigt habe, 2 mm abschneiden. Oben 2 mm und unten 2 mm. Ups, das war genau verkehrt. Ups, that was just the wrong way around. No problem. So, cut this wire here. Like 3 mm, so that's 4 mm, and cut the upper one also 4 mm. So it simply has to look like this, that this wire is longer than these two. Also es muss halt so erscheinen, dass dieser Draht hier länger ist als die anderen zwei. Oops, it's wrong again. Oh my god, I'm failing. Oh man, ich fehle. Also ihr müsst es halt so, ihr müsst es genau wieder andersrum abschneiden. So you have to cut it like this. That's the final fitting version. So this one needs to be long, this one needs to be long and this one needs to be short. Also der hintere muss lang sein, der untere muss lang sein und der obere hier muss kürzer sein. And then the potentiometer then fits in here. As you can see, it fits in here. Okay? So, that's pretty much everything prepared. In the next video, I'm going to solder in the components. Im nächsten Video baue ich die Teile ein, die jetzt vorbereitet wurden.